So Freunde, willkommen zurück. Ultima 9 Ascension, es geht weiter. Wir haben so ein bisschen Energie verloren. Ich glaube, das war von diesen blöden Feuerhunden. Die haben uns ein bisschen Energie abgezogen. Aber das macht ja nichts. Sobald wir wieder einen Mana-Brunnen entdecken, dann sollte das Problem wieder gelöst sein. Das ist leider kein Mana-Brunnen hier. Was wir nicht haben, das ist hier da hinten dieser Kerl, der wollte den Schlüssel haben. Den Schlüssel haben wir gefunden, aber der Kerl ist scheinbar verschwunden. Falls ihr mir in der letzten Folge schon Kommentare dazu geschrieben habt, wo dieser Kerl nun zu finden sein sollte, dann verzeiht mir, dass ich es noch nicht gelesen habe. Ich konnte es noch nicht lesen, denn ich nehme diese Folge direkt im Anschluss an der letzten auf. Das heißt, die letzte Folge ist jetzt in diesem Moment noch gar nicht hochgeladen. Welches Zeitparadoxon, ne? Das ist unglaublich. Zeitparadoxon oder Zeitparadoxum? Keine Ahnung. Hat man auch nicht jeden Tag was damit zu tun. So, da hinten war die Säule. Die Säule, da haben wir den Glyphen rausgeholt. Das heißt, wir brauchen noch zwei von diesen Eierschalen. Was auch immer es ist. Eierschalen. Ne? Naja, gut. Ja, wir gehen da jetzt durch den Porter. Denn da muss es noch mindestens zwei Sachen zu finden geben. Eine Eierschale und ein Geheimnis. Das heißt, ihr Ehemann, der Ehemann von der Frau, die wir eben gerade gesehen haben, da muss es auch weitere Informationen dazu geben. Deshalb müssen wir leider das alles noch mal genau absuchen. Und wir müssen eigentlich auch mal auf so versteckte Steine und so, also Steine, die ein Stück rausgucken, schauen. Nicht, dass wir da irgendwo einen geheimen Gang übersehen haben. Aber ich glaube... Oh! Wieder reingefallen, ne? Wie letzte Folge hier. Ich glaube, dass wir da irgendwo noch gar nicht gewesen sind, ohne dass wir was übersehen haben. So, das sind wir wieder in diesem Raum. Da haben wir was draufgelegt. Da ging es mit einem Totenschädel. Beziehungsweise, warte mal, ein Geheimnis könnte natürlich auch da sein, wo wir in der letzten Folge nichts auf die Platte stellen konnten. Die Frage ist nur, was können wir da draufstellen? Ich habe keine Ahnung. Ihr seht, ich suche hier gerade alles ab. Wir haben das ja so gesagt. Ich mache das jetzt nochmal. Vielleicht sind wir ja so lange in den Dungeon, dass ich mich irgendwann perfekt hier auskenne. Was mich allerdings wundert, ist, dass die ganzen Gegner verschwunden sind. Denn die spawnen ja normalerweise immer wieder neu hier. Ach so, und da haben wir auch noch das mit dem Fass. Welches wir nicht zum Explodieren gebracht haben. Einstecken kann ich es auch nicht. Ich kann es nur anders positionieren. Das ist die große Frage. Wohin positionieren? Das ist versteckt, das ist hier. Ich glaube, wir haben das letzte Mal schon mal einen Pfeil drauf geschossen, ne? Ich mach's jetzt aber nochmal. Ja, da kannst du ganz viele Pfeile drauf schießen, da passiert überhaupt nichts. Das ist doch scheiße. Und Feuer ging ja irgendwie nicht, ne? Doch, diesmal geht's. Es lag am mangelnden Mana wahrscheinlich. Aber das Fass geht trotzdem nicht in die Luft. Ach, ärgerlich. So, jetzt müssen wir unser Schild wieder ausrüsten. Das hat der gute Avatar nämlich eben gerade abgelegt. So. Und damit sind wir wieder gerüstet. Für die nächsten Gegner. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was man mit diesem Fass hier machen kann. Was ist, wenn ich einfach draufhämmer? Ja, auch nicht. Ah, ich habe keine Ahnung, wie man das zum Explodieren bringt, dieses Fass. Okay. Da sind wir hingekommen. Da können wir auch mal gucken, ob hier vielleicht irgendwas versteckt ist. Nee, ist wahrscheinlich nicht, ne? Ach, da haben wir doch. Da war, glaube ich, dieser rote Totenschädel oder irgend sowas. Hm. Komm, wir drücken da einfach mal auf die Bilder. Seht nichts. Auch nichts. Da auch nicht. Auf dieses Bild haben wir ja gedrückt. Da ging, ach genau, da ging dieses Regal zur Seite. Hm. Wo haben wir was übersehen? Das ist hier die Frage. Da liegt nur das Rüstungsteil. Ja, und wie geht es jetzt weiter? Wie kommen wir weiter? Da habe ich doch garantiert schon wieder was übersehen, oder? Hier geht es zu dem Fass. Ich gucke nochmal gerade rein. Jawohl, da sind wir nicht weitergekommen. Da, auf dieser Seite, war der Tisch. Da auch nochmal an die Wände. Das sind nur da hinten diese zwei Schwerter über Kreuz. Aber können wir auch nichts machen.
Das heißt, ich muss wieder zurückgehen. Aber es ist doch irgendwo weitergegangen, oder? Bin ich jetzt ein bisschen bescheuert? Da, wo die Statue war, die uns mit Feuer beschossen hat vielleicht. Da haben wir ja schon alles abgesucht. Ach so, dieser Weg gibt es ja noch. Es gibt ja noch diesen Weg und da haben wir auch einen Mana-Brunnen, glaube ich. Nee, leider nicht. Das ist nur diesmal nur ein ganz normaler Brunnen, aber da oben leuchtet was. Was leuchtet denn da? Der Avatar möchte es haben. Springbrunnen. Nee, da kann man leider nichts machen. Okay, aber hier geht es zumindest weiter. Gespannt, wo wir jetzt wieder rauskommen. Auch hier wieder ein Pentagramm. Was gibt es hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir irgendwo was übersehen haben müssen und deswegen nochmal genauer nachschauen sollten. Da lag doch auch was auf dieser Säule, oder? Lag da nichts auf dieser Säule? Ständer, Knopf. Ach, den haben wir ja schon gedrückt. So, warte mal. Wenn wir da jetzt weitergehen, kommen wir da vielleicht an den Ort, wo wir praktisch wieder zum Haupteingang kommen. Ach ja. Und da geht es jetzt so langsam los. So langsam ist alles sehr, sehr verwirrend. Guck mal, da ist auch eine Barriere. Ich glaube, hier waren wir noch nicht, oder? Was ist denn das? Was ist denn das, bitteschön? Ich höre doch irgendwo was. Da. Eine Wormguard. Ja, und dein Gold gibst du mir am besten auch gleich mal. Zumindest sind wir schon mal zu Räumen gekommen, wo wir noch nicht gewesen sind. Warte mal. Bevor ich da jetzt irgendwas Falsches mache, da speichert der Krühe vorher nochmal ab, 161. So, jetzt gehe ich mal auf das Ding drauf. Passiert aber nichts. So, jetzt haben wir hier so einen roten Totenschädel. Ich weiß nicht warum, ich probiere es einfach mal, ob wir den da drauflegen können. Das interessiert das Pentagramm aber herzlich wenig. Aber bestimmt müssen wir doch hier irgendwas machen. Was ist das, was da oben leuchtet? So, und was ist das hier in den Ecken? Oh, das sind so Schalen. Zeigt da aber nichts an. Ich glaube, da müssen wir nichts machen. Nö, keine Ahnung. Das ist die große Frage hier. So, jetzt mal die andere Richtung. Da sind wir hergekommen. Und da sind Knöpfe. Aha. Wir stehen vor einem weiteren neuen Rätsel. Da ist noch ein Stuhl, können wir uns hinsetzen. Aber auch hier ist wieder ein Knopf. Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert. Guck mal, da ist eine grüne Kugel da drauf hier. Ein Ständer, ein Knopf und eine grüne Kugel. Die grüne Kugel können wir aber nicht mitnehmen. Wir können es auch nicht anklicken. So, ich klicke aber mal diesen hier an. Auch da kommt wieder eine grüne Kugel zum Vorschein. Hat sich jetzt aber im ersten Moment nichts geändert. Was ist, wenn ich jetzt hier zurückgehe? Auch nichts geändert. Super. Ich will mal gerade auch an diese Säulen schauen, aber da ist nichts dran. Da ist kein Schalter. Da ist, was ist das hier? Sieht aus wie eine Weinflasche hier.
Nee, da kommen wir nicht durch, aber da vorne steht jemand. Und da ist ein Buch. Eventuell ist das hier diese Stelle, wo ich Informationen zu dem Verbleib des Ehemanns der Frau bekomme. Sieht mir zumindest ganz danach aus. Problem ist nur, dass ich hier nur zwei Knöpfe habe. Dass ich irgendwie gar nichts mehr machen kann. Kann es wieder ausschalten? Nee. Doch, jetzt ist es aus. Ach, warum muss es denn immer so kompliziert sein? Man kann die wieder ausschalten, aber für was? Ja, geht immer noch nicht. Super. Super. Was gibt's hier vorne noch? Oder sind wir da hergekommen? Ich glaube nicht. Ein Pentagramm. Irgendwie magisch verzaubert. Da war doch was. Aha. Ein Schlüssel. Moneten. Wir stehen auf einem Netz. Ich muss es, glaube ich, irgendwie kaputt machen oder so. Das ist natürlich die große Frage, wie ich hier wieder hochkomme. Wo ist der Schlüssel hin? Der schwebt da noch in der Luft oder was? Ja, logisch. Wo ist denn der? Da. Ich versuch's mal so. Sehr schön. Sollte nämlich natürlich an mich. Und die Fässer mache ich auch mal kaputt. Aber da ist gar nichts drin. So, ich glaube, wir können hier wieder hochklettern. Ja. Und wie komme ich hier wieder raus? Einfach nur anklicken wahrscheinlich. Ja. Da geht es aber noch weiter, wenn ich das richtig sehe. Alles gleich aus, eh. Ach, das ist wahrscheinlich auch nur einmal im Kreis laufen hier, wahrscheinlich. Kommen wir hier hin. Ja, ich bin gerade etwas ruhig, weil ich überlegen muss, ob wir hier schon mal gewesen sind oder nicht. Ach, Junge, 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 das, warum muss das denn immer so durcheinander sein, alles? Guck mal, das sieht auch so komisch aus hier. Da sind auch so Platten, da ist der Weg. Den Weg kennen wir doch. Bei dem Weg waren wir doch schon mal. Na logisch, da waren wir hier eingesperrt, ne? Ah, okay. Da sind wir praktisch von der anderen Richtung gekommen, wenn ich das mal so sagen darf. Da renne ich jetzt mal hier nochmal durch. Vielleicht finde ich es ja wieder zurück. Ich renne es einfach mal diese Richtung weiter. Eventuell geht es ja wirklich hier im Kreis. So sieht's aus. Es geht auch im Kreis. Wenn ich das hier wieder durchlaufe, dann können wir hier wieder im Kreis laufen. Ach, das ist die Tür. Ich habe mich eben schon gewundert hier. Da geht es tatsächlich nur im Kreis und da hinten geht es weiter. Wenn wir da hinten jetzt weitergehen, dann kommen wir an die Stelle, glaube ich, wo der Ausgang war. Oder ist. Aber ich glaube, da müssen wir gar nicht hin. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Warte mal, wo ist denn das jetzt hier? Da waren wir eben auch schon mal. Das ist ein Buch. Darins Tagebuch. Ich hab's gefunden. So, was steht denn da drin? Komm, da schauen wir gerade mal rein hier. Das will ich schon ein bisschen mehr mal betrachten. Dies ist das Tagebuch von Darren Kensington. Ah, ich glaube, das haben wir sogar schon mal gesehen. Und da war ich so blöd und habe es liegen lassen. Ich lese mir nochmal gerade durch. 37 Tage, ich habe den Versuch gemacht, ihr zu entkommen. Und habe versagt. Das Einzige, was ich erreicht habe, war, mich in diesem riesigen Dungeon zu verlaufen. Ja, mir geht's auch so. Ich durchsuchte die Taschen der Toten und fand ein wenig Nahrung, aber es ist nicht viel. Und mir bleibt nicht viel Zeit. Ich glaube, dass mich die Soldaten im Wurmgarten entdeckt haben und hinter mir her sind. Mir bleiben nicht mehr viele Verstecke. Ich kann die Schreie der Gefolterten hören und der Gestank des Todes wird jeden Tag schlimmer. Ich weiß nicht, wie lange ich hier noch überleben kann. Ich kann nur hoffen, dass sich mein geliebter Adriana in Sicherheit ist. Ja, die ist irgendwie so im leicht geistigen Zustand.
Aber das Buch haben wir schon mal gesehen. Das Buch haben wir schon mal gesehen. Nur, ich war zu blöd und hab's nicht mitgenommen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die Sache jetzt geklärt ist, ne? Nee, mir fehlt ja noch einen von diesen Eierschalen. Stimmt ja, selbst wenn das jetzt mit ihrem Mann geklärt wäre, dann fehlt mir ja noch eine Eierschale. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Boah, ey, das macht mich so wahnsinnig, dieser Dungeon, ey. Das ist unbelievable. Ich finde es ja aber nur geil, dass wir zumindest, auch wenn man manchmal so sinnlos hier rumrennt, durch diese geheimen Gänge, dass man trotzdem jedes Mal ein Stückchen weiterkommt. Man findet jedes Mal einen weiteren Hinweis oder einen neuen Gegenstand, so wie jetzt das Buch oder diese Räume, die ich vorher noch nicht entdeckt hatte. So wie dieses hier zum Beispiel. Sehr ärgerlich, ne? Ich habe aber keine Ahnung, was wir machen müssen. Ich weiß das nicht. Aber gut, Freunde. Ich mache trotzdem ein kleines Päuschen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann.